Na, kommt. Gut. Okay. Boah. Ja, halt das zusammen. Na, komm. Na, no, das wollte ich nicht. Ein Gubal? Nein. Gut. Das wäre auch blöd gewesen. Der schiefe Turm von Pizza. So. Erstmal aufstehen. Na komm. Gut, dass hier unten noch Gu ist. Okay, noch ein Luftballon. Boah. Okay, okay. Boah, wir müssen bis da runter. Gut, dass auf dem Weg noch ein paar Gu-Bälle liegen. So. Hier eine Verbindung. Ein Luftballon. Vielleicht hier noch einen. Und jetzt bis dahin. Bisschen Go haben wir noch. Ja, ja, genau, so. Gut. Ah, die letzten Level haben es echt in sich. Nein, das war doof. Nicht mehr gerade viel Gu. So. Ja, wacht auf, meine Gu-Bällchen. Ja. Bringt das nicht zum Einstürzen. Oh, ich will da runter. Ach, du meine Güte. So. So. Aber eigentlich muss es doch ein bisschen... Ah, den Luftballon kann ich, glaube ich, hier noch besser einsetzen. Es muss ein wenig runterhängen. Aber nicht zu viel. Und der eine opfert sich. Für das Team. Okay. Nicht mehr weit, nicht mehr weit. Ja, kommt rein. Ja, ja. Genau. So ist gut. Haha, haha. Geschafft. Und der Turm hat gehalten. Und da fliegt ein... Hey, komm, da fliegen einzelne Kugeln hoch. Cool. Und wieder. Na, das ist geil. Das letzte Level. Observatoriumsbeobachtung. Das war's. Ja, das Ende von World of Gu. Ein riesiges Fernrohr. Das hier ist die Insel, die letzte und Fernrohr. Und ein Schild. Die letzten Gu-Bälle waren... Oh nein, es gibt keine Gu-Bälle mehr. Sie wurden wohl alle ins Röhrensystem gesaugt. Alle Gu-Bälle aus der ganzen Welt. Eingesaugt und zum früheren World of Gu Corporation Campus geschickt. Wo sie einen riesigen Turm am Himmel bauen. Vielleicht ganz gut. Das Teleskop ist ja nutzlos. Das kann ich durch den Smog und Staub sehen. Ohne Gu-Bälle war es das wohl. Wir werden nie wissen, was das Teleskop sieht. Oder was es wirklich da oben ist. Ende. Danke fürs Spielen. Jetzt mache ich was anderes. Schreibe einen Reiseführer oder so. Ich gehe jetzt ins Teleskop. Tschüss. Was immer du tust, spiele nicht mit den Fischen. Dein Freund, D.
Der Teleskoptechniker. Früher. Der Schildermaler. Ja. Spiele nicht mit den Fischen. Okay. Warum nicht? Sieht ja ganz lustig aus. Spielen wir es doch mal. Ab. Los. Helf dem Teleskop. Ja, fliegt. Fliegt. Nach oben. Sie ziehen die Insel nach oben. Boah, es ist groß. Durch den Smog hindurch. Die komplette Insel. Boah. Sieht aus wie ein riesiger Baum. Und du? Die Insel hebt ab. Als das Teleskop höher und höher flog, konnte es weit sehen. Die Gubbele waren aus jeder Richtung gekommen. Aus jeder Gattung. Aus jeder Insel. Durch ein schmutziges Druckleistungssystem, um einen großen Turm am Himmel zu bauen. Ein Riesenturm aus Goo. Aber wohin ging der Bau? Welche Abenteuer erwarten sie dort oben? Das Teleskop schaut tausende Meilen in jede Richtung. Augen? Ein Goo-Ball! Yay! Oh, der arme Goo-Ball. Die Sterne. Leuchtende Sterne. War's das? Was ist das? Gubbele? Was ist das? Ein neuer Planet. Mit Goo. Ah ja. World of Goo. Ja, das lässt natürlich Möglichkeiten zur Spekulation offen. Gibt es vielleicht irgendwann einen zweiten Teil? Wer weiß. Ja, das war's mit meinem Let's Play. Let's Play World of Goo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein geniales Spiel, meiner Meinung nach. Auch mal sowas für zwischendurch, wenn man mal unterwegs ist oder so. Ich glaube, es gibt niemanden, dem das nicht gefallen kann. Spielt selber. Es ist gar nicht so einfach. Es ist ziemlich schwer, da reinzukommen. Ich habe bei den letzten Leveln ja auch ein bisschen gepuzzelt, bis ich das hinbekommen habe. Ah ja, jemand da ist Goo Nummer 1 gewesen. Ja, und das wurde von 2D-Boy gemacht. Ja. Okay, wir sind fertig. Und die World of Good Corporation ist kaputt. Na, da können wir nochmal kurz vorbeischauen. Turm aus Goo, Erinnerungspark und Freizeitturm. Jetzt 20% Unendliche in alle Richtungen. Ja, ja, 20% Unendliche. Und hier wird nun gebaut. Wenn man möchte, kann man jetzt noch versuchen, einen Riesenturm zu bauen. So.
Das ist mein Turm, meine Vorgabe. Vielleicht kommt ihr ja höher. Wenn ja, dann verlinkt doch das Video. Bis bald, bis zum nächsten LP. Ich hatte viel Spaß, ich hoffe ihr auch. Ciao!